Die Firma Gress ist mittlerweile seit 30 Jahren am Markt. Wir bedienen verschiedenste Branchen, angefangen von Automobilindustrie bis über Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik und auch andere Branchen natürlich. Haben uns aber primär als Lohndienstleister am Markt positioniert. Ursprünglich das Thema Draht erodieren, Senk erodieren, Bohr erodieren. Mit dazu kam über die Jahre auch noch Stanzen und Wasserschall schneiden. Die erste Anlage, die wir uns gekauft haben zur Firmengründung, war eine Fanuc-Anlage und sind bis heute komplett zufrieden mit Fanuc. Also es sind mittlerweile die 12. Anlage, die wir gekauft haben. Aktuell auch eine ganz neue, eine C400 und in zweifacher Ausführung. Die Anlagen, was wir heute schaffen an Genauigkeiten, plus minus 3 μ, ist überhaupt kein Problem, solche Teile herzustellen an sich. Die Firma habe ich gegründet 1990. Habe die gegründet bei mir in der Doppelgarage. Hab das Auto raus, erste Maschine reingestellt, das war damals eine W2. Die W2 haben wir heute noch im Haus, sie läuft noch jeden Tag im Einsatz, hat immer noch ihre Aufgaben, ihr Aufgabenfeld. Bei der W2, da arbeiten wir noch im Wasserstrahlen, können dadurch große, lange Bauteile auch bearbeiten, was wir im modernen Wirum nicht können. Was Fanuc einfach ausmacht, ist die Qualität. Ausfallzeiten, so eine Art, kennen wir nicht. Der letzte Service-Einsatz, der mir jetzt gerade aktuell einfällt, ist vor 6 Jahren. Und das wüsste ich nicht, dass es ein anderer Hersteller auch so schafft. Also einfach die Robustheit, die Stabilität von den Anlagen ist sucht seinesgleichen. Mit den Erfahrungen, die ich jetzt über die über 30 Jahre gehabt habe, würde ich weiterhin bei Fanuc bleiben. Wenn es ein Problem gab, dann habe ich einfach beim Servicetechniker oder bei Fanuc in der Zentrale angerufen und mir ist immer weitergeholfen worden. Also vom Service, vom Vertrieb, vom Marketing, einfach die komplette Zusammenarbeit mit Fanuc muss ich wirklich herausstellen, das ist einzigartig, nicht vergleichbar. Ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahrzehnten immer noch Fanuc-Anlagen bei uns im Haus sein werden, aufgrund der Vergangenheit. Wir sind zufrieden und ich gehe davon aus, es wird auch so bleiben.